nächste Mal die Ölbucht. Ja, ich bin gerade dabei. Ich sehe gerade, ich schicke da schon einige Heißluftballons hin. Schon. Fallen da wieder die Brandbomben dann, oder was? Ja. So, wo war denn hier das? Das sind meine ganzen. Das ist meine Art, Verbrechen zu lösen. Ah ja. Verstehe. Jetzt haben wir mal so ein riesiges Ölvorkommen, das ist so geil. So. Was ist das eigentlich, wenn über der Klinik ein Totenkopf ist? Hä? Ja. Roter Totenkopf. Okay. Quatsch, ernsthaft? Ja? Keine Ahnung, weiß nicht. Wird mir überhaupt nicht angezeigt. Okay, dann hast du die Pest in deiner Stadt. Echt jetzt? Nein, ich weiß es nicht. Aber hätte sein können, irgend so eine Seuche. Ich nehme alles mit, keine Ahnung. Hey, das habe ich auch. Apropos alles mitnehmen, ich warte ja auf die nächste Katastrophe hier bei mir. Das habe ich aber noch nie gehört. Nicht wirklich was du da warten, erzählst. Aber. Oh. Also in meiner kompletten Stadt ist weder was mit Keime oder sonst was, aber in meiner Klinik ist so ein roter Totenkopf. So ein rotes Totenkopf-Symbol. Du hast aber keine Zombie-Invasion, oder? Ja, nicht, nö. Okay. Noch nicht. Oh, ich bin schon pleite, scheiße. Da gibt es irgendwie so zwei oder drei Dinger in der Stadt, wo so ein leichtes Totenkopf-Symbol super ist, aber dann auch fröhlich die Krankenwagen rum, von daher hoffe ich gerade nicht. Ansonsten keine Fläche oder so, die irgendwie besorgniserregend zu sein scheint. Okay. Dann so Einzelfälle, aber wenn. Hm. So, ich baue jetzt hier erstmal wild drauf los. Ich will ja eigentlich nur das Öl abbauen, erstmal. Du machst ja auf jeden Fall, ich habe das letzte Mal auch schon hier gemacht. Du machst am Ende so viel Kohle mit eigentlich mit dem Ding. Oh, ich mache 9 Simoleons plus in der Stunde. Geil. Ja, war ein bisschen finanziell abgesichert. Ja, kann man schon was mit reißen. Ja. Ich nehme auch mal einen Kredit auf, glaube ich. Ah, erstmal hier 11%, knallhart. Für alle. Anfang kannst du sogar 12. Nee. Ja, 11 ist gut. Nicht zu gierig sein. Kann ich eigentlich die Filterpumpen von meiner Wasserpumpstation auch direkt auf so einen braunen Fleck stellen? Ja, ich glaube, dafür sind die ja gedacht. Also, dass du halt dreckiges Wasser wieder säubern kannst. Ich habe es noch nie benutzt, also wäre interessant zu wissen, wie das funktioniert. Ja, denn das Problem, was sich gerade so ein bisschen bei mir stellt, ist, irgendwann ist ja auch an der Stelle, wo meine Pumpstation ist, das Wasser irgendwann aufgebraucht, also so mehr oder weniger. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel mein Klärwerk so direkt neben meine Pumpstation stelle. Ja, das musst du ja. Machst du das nicht? Nö, hatte ich bis jetzt noch nie gemacht. Ah, das musst du machen, weil dann ist das Wasser praktisch unendlich. Okay. Genau. Weil die Pumpstation, also das Klärwerk, pumpt das Wasser wieder zurück in den Boden scheinbar. Das saubere. Okay, dann muss ich mal schnell mal irgendwie meine Stadt mal ein bisschen umversorgen. Weil so baue ich das auch mal. Und du musst sie halt, kannst du bei mir gucken, wie ich das gebaut habe. Weil du musst sie praktisch so Rücken an Rücken bauen. Dann hast du die optimale Fläche ausgenutzt. Das ist eigentlich okay, ganz geil. Ich besuche mal Riverside. Also bei mir hat das immer super funktioniert so. Da war ich eigentlich ganz mit zufrieden. So, das bleibt erstmal Ölbucht hier. So, wo hast du denn dein Zeug dahin gebaut? Ach, hier. Aha, Tatsache. Also das hat für mich immer ganz gut funktioniert, also weil, wie gesagt, ich habe jetzt da, ja, ich glaube bis 400.000 oder 300.000 geht das eigentlich locker. Hm. Okay, ausgecheckt. So. Was kostet denn hier so ein Ölgedöns?
Hä? Was brauche ich denn dafür? Ah, Industriegebäude. Hexe, bist du bei mir zu Besuch? Nee. Was meinst du? Gib mir hier so einen Wagen von dir angezeigt. Achso. Ja, der fährt immer so ein bisschen durch die Gegend. Für das Daily Business oder so, keine Ahnung, was der da macht. So, okay, das ist schon mal soweit eigentlich. Okay, jetzt verlassen sie dann trotzdem mal die Stadt wegen kein Zugang zum Unterricht. Ah ja? Hast du schon was gebaut denn? So schulmäßig? Ja, ist zu wenig, aber... Ah. ...mehr leisten können. Bildungstechnisch. Ich weiß auch nicht, ob ich das so lasse, wie ich das jetzt baue hier. Es sieht ein bisschen komisch aus. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Wenn das mal voll ist, Platz hat es auf jeden Fall genug. So, kann ich das Gedöns jetzt hier bauen oder nicht? Boah, was denn? Oh, hier könnte ich ja den Freizeitpark sonst anschließen. Passt doch voll geil rein, so eine Ölindustriestadt und ein Freizeitpark dazu. Claire hier. Ah, jetzt geht das wieder los. Feuerwehr, Polizei, bla bla bla. Hast du jetzt deinen Verkehr eigentlich im Griff da, Ace? Oder? Ja, mehr oder weniger. Also staut sich hier immer noch, ist hier in der Mitte, warum auch immer. Jetzt mal wegen der Geschäfte, die ja mittendrin noch stehen. Oder Geschäftsviertel. Aber es ist jetzt alles doch ein wesentlich entspannter als vorher. Okay. Oh, ich brauche mehr Kohle, ey. Ja, ich auch. Ich habe gerade mein ganzes Geld irgendwie gerade für diese Wasserabwassergeschichte ausgegeben. Nein. Was hast du denn alles gemacht? So teuer ist es auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geguckt. Okay. Ich schicke mir jetzt erstmal Geld rüber, glaube ich, dass es ein bisschen schneller da vonstatten geht. Naja, zwei Rockkonzerte hier geplant und dann geht das wieder. Hast du zwei Messedinger oder was? Bitte? Hast du zwei Messedinger oder wie? Ja, ja, das Rockkonzert im kleinen Messegelände, das bringt doch. Und nochmal. Ach, ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, das brachte irgendwas so um die 60.000 oder was? Hm. Nee, Quatsch, mehr. Warte, ich guck. ...156.000 maximaler Profit. Okay. Achso, ja, ja, klar. Das ist nur die Frage, was man dann daraus wirklich bekommt, effektiv. Das kommt ja auch dann wieder auf die Infrastruktur und so an. So, jetzt warte ich mal gerade, bis das Geld noch verschickt wurde. Ey, diese scheiß Tourist. Oh, ich hab's wieder plus. Gegönnt. Ich habe noch voll viel Arbeitslose irgendwie diesmal. Das ist komisch. Sehr, sehr seltsam. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel von den einfachen Leuten. Vielleicht sollte ich doch mal ein paar Parks bauen.
dann wieder mehr Obdachlose hast. Hä? Was meinst du? Versammeln sich dauernd in den Parks irgendwie. Die Obdachlosen, ja klar. So, erstmal den Standfleck wegmachen. Kann doch nicht sein, dass hier bei mir bloß ein Müllwagen rumfährt. Wo sind denn die ganzen anderen? Achso, geht das eigentlich mit dem Recycling hier voran? Jo. So, gucken, ob das Geld schon da ist. Ich finde die Sachen hier, ich habe hier ein extremes Müllproblem, meine Müllentsorgung, null pro Tag geleerte Mülleimer. Was? Aber meine Müllhalde ist leer. Ja, wahrscheinlich, weil die Wagen auch gar nicht dahin kommen. Ja doch, ich sehe ja hier nicht mal welche fahren. Oh ja doch, hier fährt gerade einer auf der Autobahn in Richtung, ja, ob er nur zu dir Ace fährt oder zu Exa. Ich weiß es nicht. Das ist aber schön, wenn die überall rumfahren und nicht hier bei mir. Aber hast du dir denn irgendwie zugeteilt oder so für andere Städte? Ja, bei dir hatte ich gerade 4 zugeteilt, habe ich gesehen, aber okay. Die habe ich dir auch alle mal wieder entzogen, aber trotzdem, ich habe alles voll ausgebaut. Ich glaube, das dauert einen Tag, bis das sich wieder ändert. Keine Ahnung warum, aber... Und wo sind meine ganzen anderen? Also ich meine, ich müsste jetzt hier irgendwas um die 16 Müllwagen haben. Okay. Das ist einfach gar keiner, oder wie? Nö. Einer fährt hier schon wieder im Roten. Das gibt einmal irgendwie diese scheiß Legierung abholen. Ich auch wieder Kohle. Ja, am besten ist einfach so ein Handelsding mit Bahn dann zu bauen. Das ist immer am besten, finde ich. Ja. Weil das Teil nimmt so viel auf einmal mit und zwischendurch können wir noch die normalen Transporter. Das ist schon richtig geil. Okay. Aber das dauert halt, weil er muss echt so viel Zeug meistens bauen für. Weil da brauchst du immer noch die Zentrale für, dass du dann halt die entsprechenden Lager bauen kannst und so. Das ist ein bisschen ätzend. Ja. Weil hier werde ich das auch wieder machen. Ich werde das mit Schiffen hier abtransportieren lassen. Oder ich setze es da oben diesmal hin und mache beides. Das ist natürlich auch geil. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. So, jetzt erstmal das erste. Auch intelligent von mir, das Gymnasium genau dahin zu bauen, wo ich den Umschlagplatz mit Schiffen hätte. So. Boah, mir reicht das jetzt. Ich reiß jetzt mal kurz meine ganze Müllhalde ab und baue sie neu hin. Ach. Ja, nicht, dass es einfach gerade bloß irgendwie so ein doofer Bug ist oder so. Also das habe ich komischerweise erst ein einziges Mal gehabt. Und ich hoffe, dass es auch nicht mehr passiert. Ich hätte schon gedacht, dass nach den ganzen Patches das jetzt rund läuft. Am Anfang sah es ja auch so aus, aber irgendwie... Also, was ich ganz gravierend finde, ist das hier mit dem Verkehr. Also. Ja gut, aber das ist halt, das ist natürlich so, ne? Also ich meine, kann es ja nicht sein, dass es in der Stadt dann halt keinen Verkehr gibt. Das ist auch ein bisschen blödsinnig. Ja, nee, das ist schon klar, aber dass es sich so hammermäßig staut. Also bei mir geht's eigentlich, weiß nicht. Gucken wir das mal an, was du da treibst. Ja, das. Hä? Hab's auch. Vorher nicht anders gebaut als sonst, nur auf einmal gar nichts mehr. Okay. Also jetzt habe ich es ja halbwegs hingekriegt, dass sich wenigstens mal zwischendurch irgendwas bewegt, wobei ich hier zwei Straßenstriche habe, die trotzdem, also... Du hast zwei Straßenstriche, wie hast du nie gebaut? Ja, genau. Ist das der Rotlicht-DLC? ja. Blackjack und. Ah, du hast doch kaum Straßen bei dir hier. Also bei mir hast du eigentlich kein großes Stauproblem. Okay, irgendwie. Dann wird das wahrscheinlich bei dir irgendwie nicht vernünftig angezeigt, aber. Ja, das glaube ich eh immer so, weil die Stadt, wenn du die neu lädst, zum Beispiel, wenn du in das Spiel wieder neu reinkommst, dann hast du eigentlich auch keine Verkehrsprobleme.
Das kommt erst mit der Zeit. Ja, hier vorne eine Hauptstraße ist so ein bisschen jetzt. Ja, bei mir hier auf dem Bildschirm ist da staut sich das bei der Hauptstraße, also Straßeneingang bis zur ersten Kreuzung ist Stau. Okay. Ja, jetzt so langsam, das stimmt schon. Das ist echt immer ein bisschen doof mit den ganzen. Sobald das eine Kreuzung ist, hast du einfach Stau. Ich finde auch schade, dass du nicht irgendwie das so. So wie bei der Autobahn so splitten kannst, weißt du, dass du so Abfahrten oder sowas machen Ja, kannst. Das ist ja noch genau. richtig cool, wenn du da sagen kannst, du hier nur, keine Ahnung, geht's geradeaus und Rechtsabbieger, sowas in der Art. Ja. Das wäre noch richtig geil, aber so einfach überall einfach nur Kreuzung. Das ist irgendwie nicht so gut. Aber du hast viel mit Kurven so gebaut, ne? Nee, das war jetzt, um das Ganze zu begradigen. Ansonsten hatte ich das hier so schachbrettmäßig. Hm. Halt ein paar Hauptstraßen, also Avenues dazwischen. So kleinere Hauptstraßen. Okay. Aber da ging überhaupt nichts. Also den ganzen Tag, wo sich überhaupt nichts bewegt hat und es hat sich so dermaßen nach hinten hin rausgestaut. Ja. Hatte ich auch keine Kohle mehr fürs Kraftwerk gekriegt und irgendwie war das alles Schmarrn. Na, du hast ja noch ein bisschen Platz. Kannst du ja noch ein bisschen Ja, ausbauen. das ja. Vielleicht wird es ja besser, Das wenn ja. es sich mehr verteilt irgendwie. Und wie gesagt, am besten ist halt immer, wenn du das mit dem Wohngebiet und Gewerbegebiet halt so ein bisschen durcheinander mischt. Dass sie nicht ganz Ja, habe so. ich ja jetzt auch. Also, weil dir damals die Häuserverteilung ja auch, aber. Ja, das schien im Übrigen tatsächlich bloß ein Bug gewesen zu sein mit meinem Müllproblem. Okay. Denn jetzt hab ich die einfach nochmal neu gebaut. Jetzt fahren ja auch alle Müllwägen bei mir rum. Ja, das ist schon mal gut, weil früher war das ja dann so, wenn dieser Bug dann halt war, dass die weg waren praktisch, dass sie auch nicht wiedergekommen sind, weil das Spiel dann gedacht hat, so, ja, drei sind noch unterwegs und wenn du dann halt drei wieder gebaut hast, dann ist erst beim vierten wieder einer dazugekommen. Weil das war ein bisschen nervig dann. Da konntest du nicht mehr viel machen. Okay. Und ich habe gerade das nächste Problem. Hier rennt gerade eine Riesenechse direkt durch meine Stadt. Och, nö. Ich glaube, ich hatte nur am Anfang bis jetzt eine Katastrophe, oder? Sonst hatte ich, glaube ich, gar nichts. Ja. So einen Wirbelsturm hatte ich. Ah, die sind nicht Mal so schlimm. ganz am Anfang. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich ja minus 4000 die Stunde. Tendenz sinkend. Ich bin schon bei 3000 im Plus, obwohl ich nur 6000 Einwohner habe. Gar nicht schlecht. Wollen wir tauschen? Nee. Besser nicht. Schade. Weil ich verklick Ich habe mich jetzt immer. mal wieder die Steine auf 20%. Dass du überhaupt noch Einwohner hast, das wundert mich sowieso. Ja, die ziehen aber auch nicht aus. Also, wenn ich die Steuern erhöhe, kriege ich sogar noch Einwohner. Du geldgeiler Sack, du. Das hat mit Geldgeiler Sack nichts zu tun. Ich Ja, ja, versuche hier ja, ja. mich nur irgendwie vorm Bankrott zu retten. Das sagen sie alle. Ja, ich habe jetzt auch nur hier irgendwie 33.000 auf der Kante. Okay. Also, das ist jetzt nicht so einfach nur dahergesagt. So, ich verkaufe erstmal das Öl. Solange der Flughafen noch nicht steht. Ey, ich habe noch gar kein Geld gekriegt. Mann, ist das noch nicht rausgeschickt worden oder was? Nee, das dauert eine Weile. Da muss ich wieder zurück in die andere Stadt erstmal wieder, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich Ich glaube hatte schon. mir bei einem Ja, doch. anderen, bei einer anderen Region von mir hat es auch ewig gedauert, ehe ich das Geld hatte. Ne, eigentlich, also sobald halt oben die Meldung steht, ich habe eben nicht drauf geachtet, deswegen war ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, dann wechsle ich doch nochmal. So, die Echse ist weg, meine Stadt ist planiert und jetzt kann ich wieder aufbauen. Ja, am schlimmsten ist immer noch Erdbeben. Das finde ich immer. Das macht so viel kaputt. Vom Erdbeben bin ich zum Glück bislang immer verschont geblieben. Dann hast du richtig Glück. Weil das macht voll viel kaputt und drumherum fängt alles an zu brennen. Und Okay. das ist echt richtig nervig. Das ist nicht gut. Absolut nicht. So, wie schaut es denn jetzt mit der Bildung aus? Hä, war ich nicht eben bei 3? Nee. Okay.
Schon wieder Trümmer in der Stadt. Oh, okay. Yeah, ich mach mal Gewinn mit einer Spielhalle. 1146. Ist immer noch ah, so wenig? Sie an, seitdem ich die Steuern jetzt auf 20% hochgezogen habe, habe ich 10.000 Leute mehr in der Stadt. Okay. So muss es laufen. Vielleicht stehen die da drauf. Dann sagen die so, ja, das ist eine keine Ahnung, weiß auch nicht. Die wohnen gerne in der teuersten Stadt der Welt. Alter, wo sind diese verschissenen Touristen, ey? Ich versteh es echt nicht. Das ist genau das, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich verstehe einfach nicht, wie das auf einmal so einbrechen kann, weißt du? Dass erst diese Dinger konstant voll sind. Du machst eigentlich nichts und auf einmal sind einfach alle Touristen weg. Das versteh ich nicht. Ich auch nicht. Und ich meine, die hatten ja. Oder gibt es nur irgendwie eine begrenzte Anzahl, die sich dann auf die komplette Region verteilt? Ja, aber selbst dann, wir haben ja von Anfang an irgendwie. So alle so mit Tourismus irgendwas gebaut, aber es ist doch, das kann doch einfach nicht sein. Ich meine, dass es so von jetzt auf gleich auf einmal weg ist. Das finde ich ein bisschen doof. Auch nicht. Polizei. Oh, ich habe immer noch 12 Verbrechen pro Tag. Oh, 13. 13. Aha. Ich habe 3. Schon ein bisschen viel. 1. Na, Glücksspiel statt. Gut. Aber dafür bin ich bei guten 3 Toten pro Tag. Ne, da habe ich auch 12 oder so. Bei. Wie schaut das denn aus hier? Bei niedergebrannt. In meinem. Also infrastrukturtechnisch läuft es eigentlich und ich raff einfach nicht, wieso ich da dauernd in die Miesen komme. Okay. Ich nicht. Halt, warum sich das dann trotzdem so dermaßen staut. Ich muss erstmal gucken hier in meinem Park, da sind viele Verbrecher, habe ich gesehen. Bisschen aufrüsten noch. Aber die Kohle ist schon rausgegangen, glaube ich, bei mir hier. 350.000. Geschenk. Sagt hier in dem Haus, um uns herum sterben überall die Leute und das Ding ist voll am Abfackeln gerade. Aha. Sehr geil. Zufall. So, ist das Geld jetzt da? Ich geh jetzt nochmal gucken. Wo ist die Kohle hier? Nix angekommen. Scheiße. Verstehe ich nicht. Oh, wir haben die Arkeologie. Wieso haben die Arkeologie jetzt freigeschaltet? Oder hatten wir die schon die ganze Zeit? Ja, die war schon eine ganze. Ja, die hatten wir die ganze Zeit schon. Okay. Und das gerade angesagt wurde hier. Gerade schon gewundert. Bla bla, nein, danke. Tschüss. So. Oh. Hey, warum dauert das jetzt so lange, bis das Geld kommt? Gute Frage, nächste Frage.
Allerdings kommt die Feuerwehr von außerhalb, das ist schon mal gut. So, jetzt bekomme ich langsam aber sicher wieder etwas Geld. Durch was? Dadurch, dass ich jetzt wieder ein paar Wohnhäuser mehr habe, die mir die Exophones alle Aha. kaputt gemacht hatte, und durch mein Messegelände kommt jetzt auch immer noch ein bisschen was rein. Ich bin hier bloß gerade wirklich am Überlegen, wo ich hier meine nächste finanzielle Einnahmequelle hinsetze, weil meine Stadt doch schon ganz schön voll ist. Okay. Was wolltest du noch bauen? Bitte? Was wolltest du noch bauen? Naja, vielleicht noch irgendwas Touristisches. Ach, kannst du noch, oder was? Hm? Hast du noch nicht alle drei gebaut, oder wie? Nee, ich habe gerade mal das Messegelände und das war's. Ach so, hast du keine Touristenattraktion bis jetzt? Nee, noch gar nicht. Ah, okay. Ja denn? Erstmal, jetzt habe ich gerade wieder 305.000, aber bin bei 8.000 die Stunde im Plus. Insofern wird es jetzt wahrscheinlich dann auch bald losgehen, dass ich mal wieder etwas Größeres bauen kann. Ja, vor allem die Touristensachen, wie gesagt. Also wenn es funktioniert, dann ist es ganz gut. Ich weiß auch nicht, warum das immer dann nachlässt nach einiger Zeit. Ist irgendwie doof. Finde ich nicht so gut. Weil du kannst da, bei Tourismus, finde ich, kannst du dich überhaupt nicht drauf verlassen. Wenn du irgendwie was mit Handeln machst und so, da weißt du mal ganz genau, alles klar, das funktioniert. Wenn der Stau ist, dann dauert es halt ein bisschen. Aber ansonsten, das ist immer so eine voll sichere Quelle eigentlich, um irgendwas einzunehmen. Ja. Aber das ist irgendwie ein bisschen doof. Weiß ich auch nicht. Da werden jetzt hier alles zuballern mit Ölbohrtüren. Vor allem das Feld ist einfach mal so riesig hier. Das ist ungefähr, ja, was ist das? Bestimmt 40%. Hat irgendwer von euch eigentlich schon mal dieses Profi-Stadion gebaut? Ja. Also, gut oder lieber das Messegelände? Ja, es kommt drauf an. Also ich habe damals in meiner anderen LP-Stadt habe ich mal das Messegelände gebaut und das war auf einmal voll. Also da waren wirklich 3000 maximal drin. Da habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja jetzt so langsam mal umsteigen auf einfach etwas Größeres. Und das Lustige daran war, das war auch fast instant voll, weißt du? Dann habe ich gedacht, irgendwie kann es ja, ist es so komisch, in das Messgelände gerade so voll gekriegt mit 3000. Und dann auf einmal, das andere ist glaube ich 15.000 oder so. Und es ging auch gleich hoch auf 12.000 oder so. Also von daher kannst du schon, denke ich mal, das Große gleich bauen. Okay. Ich habe jetzt allerdings auch wieder das Kleine erst gebaut. Weil es halt vom Kostenfaktor her dann, ja, etwas besser ist, würde ich sagen. So. Ah, ich will kein Geld. Wann kommt die Kohle kommt einfach nicht an hier. Verstehe ich nicht. So weit ist der Weg doch gar nicht. Das sagst du. Ja klar. Kann meine Stadt. Aber das staut sich ja hier alles. Der Geldtransporter, der braucht ein bisschen, wenn er da ist. Das finde ich auch misskommen. Die haben ja mal gesagt, dass sich das eigentlich schon auf die Region auswirken soll. Wenn sich eine Stadt so weit staut, dass es auf der Autobahn staut, dass es auch auf die anderen Städte sich auswirkt. Was natürlich schon ein bisschen ätzend wäre eigentlich, aber ja. Scheint ja nicht so zu sein. Was haben wir hier? Also alles, was runter in deine Ölbucht da geht, da ist bei mir auf der Autobahn eigentlich alles frei und alles klar. Aber alles, was so von... wie heißt deine? Von Riverside zu mir kommt, das ist irgendwie alles gestaut. Okay. Ja gut, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich Auswirkungen hat. Weil, ja. Das müsste ich dann ja auch sehen, praktisch, weißt du? Ja, eigentlich schon. Weil dann wäre das bei mir ja auch voll, wenn es so krass sich staut, dass es halt bis zu mir hingeht, wie du letztes Mal da gesagt hattest. Von daher, ja. Ich glaube nicht. Transporter. Voll. Hat 44 von 2809. Ja, ich habe mir jetzt einen Willis Tower gebaut. Der sagt doch, wir machen ordentlich Gewinn.
Ja, minus 3.168 die Stunde. Es geht ja noch, Mann, er ist bei minus 8000 oder so mittlerweile gewesen. Das ist total ätzend, ey. Ne, ich verstehe das doch nicht, wie gesagt. Ich muss. Washington Monument macht minus 7000. Ich muss vielleicht echt noch was irgendwie zu durchlesen mit den scheiß Touristen. Dass irgendwie dann besser Ja, läuft. Tourist scheint irgendwie momentan so gar nicht mehr zu laufen. Aber wie gesagt, in meiner anderen Stadt war das auch so und auf einmal sind die wieder alle gekommen. Warum auch immer, ich habe es nicht verstanden. Ich habe nichts geändert, nichts und auf einmal hat es wieder funktioniert. Aha. Weil ich weiß noch nicht, was. Weil Mysterious. ich kann ja nicht mehr bauen als Busstation, als Zuglinien, als Flughäfen. Ne? Ja. Also mehr kann ich auch nicht machen dann. Und wenn auf einmal gar keine Touristen mehr kommen, ist das irgendwie ein bisschen strange. Weil ich habe auch keine Taxis mehr in der Stadt, nichts. Finde ich ein bisschen doof. Und so viele Verbrechen habe ich auch nicht. Ich hatte schon wesentlich mehr. Von daher kann es daran eigentlich auch nicht liegen. Vielleicht, ja, ich hoffe ja wirklich, dass der Flughafen da ein bisschen was bringt. Weil sonst wäre das natürlich auch doof. Weil dieses komische Raumfahrtzentrum, was ich da letztes Mal gebaut habe, das war irgendwie so, ja. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht von. Da habe ich nicht so viel Vorteile von gehabt. Zumindest laut der Statistik nicht. Was jetzt? Schon 9 Verbrechen pro Tag in meiner neuen Stadt. Mein Gott. Sicher, was ich hier noch großartig machen könnte. Weil ich mag nicht irgendwie noch extra Wohnfläche freigeben und so, wenn sich das so schon staut ohne Ende. Und fehlt einfach die Kohle, um so andere Sachen zu bauen, wie Handelszeug oder weitere Touristensachen. Da gerade keinen genauen Plan. Wieso meinst du nicht mehr Wohngebiete? Meinst du, dass es dann noch schlimmer wird mit Verkehr oder was? Ja, genau. Naja gut, aber im Endeffekt musst du es ja irgendwann machen. Also sonst. Mit den Spielhallen, das reicht mir jetzt, weil ich habe nur noch eine einzige offen und die war so auf mittlere Touristik, weil über den Flughafen und die beiden Schiffsdinger bekomme ich eher so mittlere Klasse Touristen Ja. und die macht trotzdem 10.000 am Tag Verlust. Also ich habe in meiner Las Venturas Stadt habe ich auch jetzt 4 von den einfachen Casinos und die machen richtig guten Umsatz. Jeweils Aha. 36.000 plus oder so. Okay. Also die reißen da schon einiges. Und das jetzt habe ich noch so ein, wie heißt das mittlere Ding da? Dieses Space Ding habe ich da glaube ich gebaut. Ja. Ja, da muss ich mal ein bisschen gucken, ob da noch was geht. Aber du musst halt wirklich mit der Kombination gucken, weil ich habe das gar nicht am Anfang gelesen. Du kannst ja da Comedy Club und sowas bauen. Ja. Und dazu gibt es halt immer was Entsprechendes. Also es steht zumindest in dem Text. Und ich habe das jetzt einfach mal danach gebaut, weil da steht irgendwie, lässt die Verluste an den Münzautomaten vergessen oder so, weißt du? Aha. Und danach habe ich das dann gebaut. Ich habe, glaube ich, immer die Münzdinge und Comedy Club zusammengebaut. Und dann halt diesen, Okay. was ist das, so eine Bar, glaube ich, oder so. Und das Blackjack-Ding, glaube ich, war das. Ja. Wie gesagt, also die machen richtig, richtig dick Umsatz da. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wann das Geld hier ankommt. Apropos Geld. Ich habe jetzt mal etwas Neues, zumindest für mich relativ Neues getan. Ich habe mir ein Recyclingzentrum gebaut, habe auch direkt ein paar mehr Sammelwegen etc. gebaut. Was braucht man denn jetzt noch? Also an recyceltem Zeug dann für unseren Flughafen. Ja, also ich mache jetzt Metall und der ist ja, glaube ich, Legierungen, oder? Ja. Also eigentlich kannst du von beidem eigentlich was machen. Dann geht es einfach schneller. Okay, dann reiße ich das für Plastik, was ich hier von Haus aus habe, ab und mache eine Metall- und eine Legierung dahin. Zum Beispiel. Okay. Je nachdem, was du da bauen willst. Ja, ich habe ehrlich gesagt von dem Recyclingzeug noch relativ wenig Ahnung. Okay.
Nö, kannst einfach beides dann machen und dann geht es halt schneller mit dem Ausbau von dem Flughafen. Ja, also ich habe jetzt eine Wiederverwertungsanlage für Metall und eine für Leichtmetall erstmal jetzt hingebaut. Okay, das reicht ja schon mal. Und wie kriege ich das Zeug dann zum Flughafen? Das musst du dann anklicken später, also sobald wir die das Ding da also gekauft haben sozusagen und der Bau dann beginnt, dann steht da so Phase 1 von 2 oder so und dann kann jeder angeben. Also da kannst du es anklicken und dann kannst du anklicken, welche Rohstoffe du dahin liefern willst und dann geht das automatisch. Du musst dann Ach halt so. auf jeden Fall irgendwie also finde ich immer so ein Handelszentrum bauen. Also wo halt die Sachen so zwischengelagert werden, weil dann geht das irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Und da musst du dann halt gucken, dass du nur auf lokal verwenden stellst, weil du kannst nicht gleichzeitig exportieren und ja, den Flughafen da beliefern. Das kriegen die nicht gebacken, da sind die zu dumm für, das irgendwie aufzuteilen, weil die Okay. können nur entweder oder. Alles Die klar. blöden Transporter. Deswegen. Meteoriteneinschlag. Ganz toll. Yeah. Ach. Ja. Ja, genau auf die Recycling. Nein, komm, bitte nicht. Nicht aufs Recyclingzentrum. Potzig. Das klingt nach, dann fang schon mal an. So, jetzt erstmal zwei Ölquellen komplett ausgebaut. Das sollte eigentlich schon mal reichen, so für den Anfang. Also mein Willis Tower, der macht ja nur miese. Ich glaube, ich reiß den wieder ab. Eigentlich ist er nicht schlecht, also bei mir hat am Anfang richtig gut Plus gemacht. Naja. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal nächstes Mal weiter, dass wir da mit dem Großprojekt irgendwie an den Start kommen. Oder? Was meint ihr? Genau. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Jawohl, bis dahin.